Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werden wir mit einem neuen Projekt starten, also mit einem 20 Liter Aquascape. Und ich wünsche euch im heutigen Video viel Spass. So, da gesehen, da geht es 20 Liter Nanobecken. Da war ja vorher ein Meerwasser-Aquarium drin und dann jetzt geräumt. Und alles blitzblank geputzt. Für den Filter werdet ihr nachher noch sehen, habe ich neues Filtermaterial. Die Schläuche und alles ist eigentlich neu. Außer das Becken selber und der Unterschrank. Und wie ihr vielleicht hier schon seht, habe ich zwei grosse Päckchen bekommen. Das ist eigentlich alles bis auf Pflanzen. Die Pflanzen werden dann morgen kommen, also für euch in einer Woche dann. Und wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Päckchen und packen das aus. So wie die einen vielleicht schon erraten konnten, ist das Päckchen von Aquasabi. Da sehen wir spätestens wegen dem grünen Ding dort. Und ja, das ist eigentlich alles Hardscape ist da drin, Bodengrund, Stein. Die Wurzeln habe ich ja schon gekauft, dann noch so eine neue Schere habe ich noch gekauft. Und ich würde sagen, jetzt sollen wir da mal schnell alles rausnehmen. Hier eben einmal die Schere, 30 cm. Dann hier zweimal Leim, um die Steine zusammenkleben und die Wurzeln. Dann Volcano Mineral. Das ist einfach, um da unter den Säulen zu tun, dass alles immer schön ein bisschen durchspült wird. Dann der Säul selber. Von Tropica, der Powder Säul. Dann das Herzstück von dieser Bestellung. Das ist eine Shihirus LED RGB-Lampe. Die schauen wir uns nachher noch schnell an. Und zum Schluss hier noch 5 Kilo Stein. Die sehen jetzt hier noch ein bisschen dreckig aus, aber die tun nicht so schnell waschen und im Wasser sind es dann dunkle Mini-Landschaft. So, dann packen wir gerade noch schnell die Lampe aus. Das ist die 30 cm Version. Das ist so ein Päckchen mit dem Commander 4 Control. Mit dem kann ich dann eben, wie der Name schon sagt, alle 4 Farbkanäle steuern. Dann die Lampe selber. Dann muss ich die Packung rausnehmen. So sieht die aus. Da ist die Lampe. Dort der Anschluss. Das Netzteil, Netzstecker und dann hier noch die Bügel, um es auf dem Aquarium zu befestigen. Und das sind noch so viele Sachen. Seht, bin ich gerade im Shihiro-Set. Dann seht ihr Commander 4. Klickt drauf. Einen gefunden. Drauf klicken. Und dann können wir hier den Kanal einzeln ansteuern. Presets. Dann seht ihr, da tut sich das Licht ändern.
Ich werde mal noch in einem anderen Video genau auf die App eingehen. Den Tagesablauf programmieren kann man ja noch. Aber da werde ich dann in einem anderen Video mal noch zeigen. Jetzt machen wir weiter mit dem Einrichten vom Hardscape. So, bevor wir jetzt das Hardscape anfangen einrichten, gesehen, da habe ich noch eine Schachtel von Garnelenmarkt. Das war die ganz grosse Schachtel gewesen. Und die werden wir jetzt gerade mal schnell zusammen auspacken. Und zwar sollte da rein die neue CO2-Anlage sein. Ganz nette Leute mit Haribo-Gummibärli. Das erste, was wir hier sehen, ist von Aquanoa das Rückschlagventil. Das ist ziemlich schön, wie ich finde. Das nächste ist, weil bei diesem System werden wir das 90-Tage-Programm von Tropica ausprobieren und dazu brauchen wir natürlich Tropica-Dünger. Das ist einmal der Premium Nutrition und da haben wir noch den Specialized. Dann hier haben wir zum den Filter wieder auffüllen so Keramik-Rolls. Und mit denen werden wir dann den Filter, wie schon gesagt, auffüllen. Dann, wie die einen vielleicht schon erkennen könnt, es wird eine Mehrweg-CO2-Anlage sein von Aquanoa. Das ist etwa die günstigste, dass ihr jetzt für alles an CO2 150 Franken zahlt. Das ist sehr günstig für eine Mehrweg-CO2-Anlage. Das ist eben der Druckminderer, die Flasche selber, das Rückschlagventil. Dann die Bestellung kommt erst noch. Dort ist der Inline-Diffusor. Und noch der Schlauch natürlich. Das sind also die wichtigsten Sachen vom CO2. Und die haben eben zusammen alles 150 Franken gekostet. So. Und hier haben wir noch einen CO2-dichten Schlauch. Dann hier so wie ein Filterschwamm, das ist so ein Vorfilter eigentlich. Dann hier, den nehmen wir gerade mal raus. Da ist jetzt eben auch von Aquanoa eine 500 Gramm Mehrweg CO2-Anlage. Und das ist jetzt eigentlich das erste, wo wir werden einrichten. So, jetzt sehen wir da vorne, ist der Anschluss für den CO2-Schlauch. Dann ist da so ein Überwurfmotor. Dann wir da Schlauch drauf. Schön anziehen. Richtig hebt. Dann haben wir hier den Schlauch angeschlossen. Dann holen wir schnell die Flasche. So, dann schauen wir hier oben, dass das Ventil schön geschlossen ist. Dann nehmen wir hier den weg. Holen wieder den Druckminder. Und dann schauen wir den hier einmal schon rüber.
Dann natürlich auch schauen, dass der hinten zu ist, bevor wir den anderen auftrüllen. Dann holen wir schnell einen Schlüssel und den dann auch ganz anziehen. So, jetzt habe ich alles genug fest angezogen. Und wenn ich jetzt die Flasche aufmache, sehe ich, der Druck steigt. Schön auf den Rotstrich, wie noch mal sein. Gut, und jetzt gehen wir zum Unterschrank und tun sie dort noch rein. So, die CO2-Anlage habe ich jetzt vorerst einfach mal schnell nebenan gestellt. Weil ich muss mir jetzt noch wegen dem Platz etwas überlegen, wie wir noch sehen, habe ich nur noch so einen ganz kleinen Platz dort. Und ich weiss nicht, ob der langt. Und jetzt, bevor wir noch den Filter auffüllen mit allem Möglichen, machen wir uns auf den Weg zum Becken selber und dort jetzt mal anfangen mit dem Volcano Mineral. Sehen wir das Gate bis jetzt. Nur ein bisschen so, dass es nicht normal Blick, wenn man drauf schaut. Ich bin gerade noch überlegen, ob ich dort hinten noch ein paar Steine hin tue. Dann kann man da schön so für Pflanzen, da hinten noch ein paar Pflanzen rauf. Ja, jetzt brauche ich mal ein bisschen Zeit zum Überlegen und wir sehen uns nachher wieder. So, das ist jetzt mein Layout. Ich werde es jetzt vorerst einmal so lassen bis morgen. Vielleicht sehe ich noch irgendetwas, was ich verbessern könnte, aber mir gefällt es bis jetzt sehr gut. Das Einzige, was ist, da hinten könnte ich vielleicht noch einen Stein haben, dass es doch so mehr Verbindung gibt. Aber das könnte eben auch gut mit den Pflanzen funktionieren. Und ja, jetzt machen wir weiter mit dem Befüllen vom Filter. Da kommt dann eben noch der Feinfilter rein und dann haben wir hier eigentlich alle Stufen. Das ist einmal der Vorfilter, dann das Biomedium und da der Feinfilter. Und bei diesem Filter, falls ihr es auch nicht wisst, das ist ein Eden-Filter. Der Eden 511 100 Watt. Also da ist dort 100 Watt Heizung hier nebendran. Und die geht eben einfach hier in das Loch hin, also einfach so, machen wir den einfach zu. Zack. Zustoßen. Und zu ist er. Denn das ist jetzt eigentlich das Einzige, was wir noch nicht ausgepackt haben bei dieser Bestellung. Dann machen wir das ganz schnell. Das ist wie am Anfang schon gesagt, eine gerade. 30 cm schwer von Aquasabi selber, also von der eigenen Marke, und die ist wirklich sehr gut. Guter erster Eindruck.
So, das war im heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao zusammen. You know everything about me.